Hallo liebe Aktienfans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einmal einen Shoutout über ein Thema, das die Leute immer noch sehr beschäftigt. Klar, immer noch. Es gibt halt auch viele Leute, die melden sich bei Trade Republic an und eröffnen ein neues Konto und wundern sich eventuell immer mal wieder, warum zu bestimmten Zeiten Spreads höher sind als zu anderen Zeiten. Der Spread, das ist der Unterschied zwischen dem Realtime-Kurs und zwischen dem Kaufpreis, den man erst sieht, wenn man tatsächlich sagt, ja, ich möchte die Aktie kaufen und so viel Stück und das dann nochmal bestätigt, dann kommt man zu einer finalen Seite, die gibt einem dann nochmal den finalen Kaufpreis an und dieser ist dann pro Aktie eventuell etwas teurer. Jetzt hat mir heute Morgen jemand geschrieben, dass er Freenet gekauft hatte für 30 Cent mehr um 8.30 Uhr und hat sich gewundert, warum das um 8.30 Uhr so ein hoher Spread war und um 9.30 Uhr war der Spread nur noch bei 3 Cent. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich mit Trade Republic gemacht habe, dass ich eigentlich immer mit Spreads so um die 1, 2, maximal 3 Cent es zu tun habe, aber eigentlich nicht mehr. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass Trade Republic nämlich eine Preisbindung zur Xetra-Börse hat, zu der Zeit, zu der auch die Xetra-Börse geöffnet hat. Und jetzt ist die Frage, wann hat die geöffnet? Das ist zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr deutscher Zeit, mitteleuropäische Zeit. Das ist das, was wir in Deutschland haben. Wenn man zu dieser Zeit bei Trade Republic handelt, dann bekommt man auch sehr, sehr faire Spreads. Alles andere ist sozusagen außerbörslich und das lässt sich Trade Republic mit einem höheren Spread bezahlen. Und so eben die Erfahrung von einem meiner Zuschauer heute Morgen, dass es eben auch 30 Cent mal mehr sein können. Und deswegen ganz wichtig, man kann bei Trade Republic länger handeln. Man kann, glaube ich, zwischen 7 und 23 Uhr oder so handeln, aber musst du nicht. Man muss nicht außerbörslich handeln, es reicht, wenn man zu Xetra-Zeiten zwischen 9 und 17.30 Uhr handelt. Und ich schreibe das auch überall, ich sage das immer bei jedem Trade Republic Video und bei jedem Artikel, den ich schreibe. Guckt auf meinem Blog vorbei, lest euch meinen Erfahrungsbericht zu Trade Republic durch. Da steht das gleich ganz oben bei den Nachteilen oder als Warnung mit dabei. Bitte nur zu Xetra-Zeiten handeln, denn dann kriegt man auch wirklich günstige Spreads. Grundsätzlich muss ich sagen, Trade Republic ist ein super Broker für alle Kleinanleger. Und auch wenn jetzt der Spread zu außerbörslichen Zeiten vielleicht mal 30 Cent mehr ist, lohnt es sich trotzdem noch mehr als eine Aktie zum Beispiel für 3 oder 4 Euro Ordergebühr zu kaufen. Also insofern macht der Broker diesen höheren Spread zumindest bei kleineren Ordervolumen durch die extrem geringen Ordergebühren wieder gut. War jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, heißt im Klartext, wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien für 100, 200 Euro kaufe, dann ist es eigentlich fast egal, ob ich vielleicht 30 Cent mehr pro Aktie kaufe, wenn so eine Aktie 40, 50 Euro kostet. Wenn ich aber für 1000, 2000, 3000 Euro Aktien kaufe, dann ist das natürlich schon ein sehr, sehr großer Unterschied eventuell, wenn ich jetzt pro Aktie 30 Cent mehr bezahle. Ja, dann lohnt es sich auch schon wieder, andere Broker sich anzuschauen und zu vergleichen, wie da jetzt aktuell die Preise sind. Besonders wenn ich eben unbedingt außerbörslich handeln muss. Weil wie gesagt, diese höheren Preise sind eigentlich nur zu außerbörslichen Zeiten. So ist zumindest meine Erfahrung, die ich immer guten Gewissens weitergebe. Es gibt natürlich immer ein paar Stimmen, die sagen, mir ist hier und jenes aber aufgefallen, dass das auch mal deutlich teurer war. Kann passieren. Deswegen guckt euch auf jeden Fall die Preise an und wenn ihr der Sache nicht traut, dann schaut euch mal auch Preise sicherheitshalber woanders an. Eigentlich gibt es da noch eine Sache, die man bei den unterschiedlichen Preisen beachten muss und das ist auch besonders wichtig, wenn wir hier über Trade Republic sprechen, nämlich, und das ist eigentlich auch überall wichtig, dass es zwei unterschiedliche Kursarten gibt, die es immer zu unterscheiden gilt. Es gibt nämlich Geld- und Briefkurse. Geldkurse sind die Bid-Quotes, das sind die Kurse, die abgerufen werden, wenn du Aktien verkaufen willst. Und Ask-Quotes, das sind die Briefkurse, die werden abgerufen, wenn du Aktien kaufen willst. Und bei Trade Republic ist es jetzt so, dass als Realtime-Kurs immer
der Bidkurs angegeben wird, also der günstigere. Und wenn du dann auf Kaufen drückst, erst dann wird der Ask-Kurs abgerufen, für den du Aktien kaufst. Und das ist normalerweise tatsächlich so halt 2 Cent mehr, weil es halt diesen geringen Spread gibt, mit dem sich dann die Börsen tatsächlich auch finanzieren. Also der Spread ist jetzt keine Sache, die der Trade Republic so unfassbar besonders macht, sondern Spreads gibt es überall und Spreads nehmen sich alle Börsen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Trade Republic in Kooperation mit der Lang- und Schwarz-Exchange sich zu den Handelszeiten von der Xetra-Börse an die Preise bzw. natürlich auch an die Spreads der Xetra-Börse bindet. Und beachten muss man eben, dass man als Realtime-Kurs tatsächlich den günstigeren Preis, den Bid-Preis angezeigt bekommt. Und wenn man Aktien kaufen möchte, dann kriegt man erst den Ask-Preis angezeigt, der eben teurer ist. Ist keine Ahnung, ob das ein bisschen unglücklich ist, warum man das so gemacht hat. Letztendlich ist es so, aber das sind eben Centbeträge. Ja, und dieser kleinere Spread gilt eben auch über die normale Handelszeit zwischen 9 und 17.30 Uhr. Und der höhere Spread, da wo man dann eben 10 oder auch mehr Cent noch draufzahlen muss, das gilt dann eben außerbörslich, außerhalb von 9 und 17.30 Uhr. Ich hoffe, ich habe das mehr oder weniger klar gemacht und erklärt, wie die verschiedenen Mechanismen hier sind. Es gibt übrigens einen Pro-Tipp, den ich dir zum Ende dieses Videos noch mitgeben will. Für manche ist es ein Pro-Tipp, für andere ist es total klar. Weil es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du einen Maximalpreis einstellst, den du bereit bist zu zahlen. Das Ganze nennt sich Limit Order. Du kannst, bevor du eine Aktie kaufst, einstellen, wie du sie kaufen möchtest. Meistens ist voreingestellt, dass es eine Market Order ist, also dass du zum aktuellen Marktpreis kaufen möchtest. Wenn du aber absolut nicht bereit bist, mehr als einen bestimmten Betrag zu bezahlen, dann stellst du einfach eine Limit Order ein und gibst den Betrag ein, genau diesen Betrag, centgenau, den du bereit bist zu zahlen. Und mehr wirst du dann auch nicht zahlen. Der Nachteil an der Sache ist natürlich, wenn die Aktie im Preis nur noch steigt und diesen Betrag, den du eingestellt hast, nie mehr erreicht, dann hast du die Aktie natürlich auch nicht gekauft. Das ist der Nachteil. Aber im normalen Tagesgeschehen, wenn es jetzt um wenige Cent geht, ist es normalerweise so, dass eine Aktie schon eher so ein bisschen fluktuiert zwischendurch, ne, und mal 20 Cent nochmal günstiger wird, wenn es auch 15 Minuten oder 10 Minuten dauert. Es geht eigentlich immer so rauf und runter und in den echten Realtime-Kursen geht das auch sehr, sehr viel schneller dann, glaube ich, als das, was man oft so sieht. Weil es wird teilweise sehr, sehr schnell gehandelt und wenn dann dieser Kurs einmal erreicht wird, dann schlägt Trade Republic eben sofort zu im Bruchteil einer Sekunde und hat das dir dann für genau diesen Preis gekauft. Wenn du die Aktie natürlich auf jeden Fall haben willst, jetzt, und es geht dir darum, sie jetzt zu kaufen, und du willst kein Risiko eingehen, dass du die Aktie jemals bekommst, dann solltest du wahrscheinlich die Market Order wählen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel Erfahrungen mit Limit Orders gemacht, weil mir ist das dann relativ, oder mir war es in der Vergangenheit relativ wurscht bei meinen Investitionsgrößen, ob ich jetzt mal 3 oder 6 Cent mehr bezahle. So, aber ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn ja, lass mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da oder lass auch deine Erfahrungen zu verschiedenen Preisen die Community wissen. Ich danke dir auf jeden Fall wie immer sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.